Israel begeht seinen 70. Geburtstag, den 70. Jahrestag der Gründung. Wir in Deutschland haben allen Grund, mit großem Respekt und Anerkennung auf das zu schauen, was in diesen 70 Jahren geleistet wurde. Wir sagen, das Existenzrecht Israels gehört zu unserer, der deutschen Staatsräson, und dabei bleibt es auch. Und wir wollen, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder blüht. Wir haben da auch viel erreicht, aber umso mehr machen wir uns große Sorgen über Antisemitismus in unserem Land. Und wir müssen alles tun, um diesen Antisemitismus zu bekämpfen und Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land zu schützen. Gerade gab es wieder einen schlimmen Vorfall hier in Berlin, wo Menschen, die an der Kippa erkennbar als Juden sind, geschlagen wurden, auf der Straße, in aller Öffentlichkeit. Und das darf nicht sein. Und deswegen müssen die beiden, die im Video auch festgehalten sind, die das gemacht haben, eben ermittelt werden und dafür dann auch bestraft werden. Und ich kann nur alle ermahnen, die ganze Zivilgesellschaft, dafür sich einzusetzen, dass Toleranz und Religionsfreiheit in unserem Land akzeptiert wird. Wir sind das Land der Religionsfreiheit. Und deswegen werden wir nicht zulassen, dass Menschen wegen ihrer Religion angegriffen und verfolgt werden. Und das gilt für jeden, ganz egal, welcher anderen Religion er angehört.